Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich habe hier gerade etwas Skurriles gesehen. Ich weiß nicht, wer das hier angesammelt hat, aber es liegt hier einfach so. Ziemlich viele Kristalle. Merken wir uns einfach, weil wir haben jetzt sowieso ein volles Inventar und wir wollen zurück zur Basis. Und zwar dahin. Wir haben gestern einen Seelsack gefunden. Wir haben eigentlich zwei gefunden, aber den einen versuchen wir irgendwie anzupflanzen und zu gucken, ob der sich vielleicht von alleine vermehrt. Ach, guck mal, die Kackbratze ist wieder da. Ach. Ich dachte schon, wir haben es jetzt hier schön. Was hast du gemacht während der Zeit? Schwimmt er wieder weg. Er ist gerade in die Richtung geschwommen. Wir schwimmen da auf jeden Fall hinterher und gucken mal, was der da so schönes bewacht. Weil anscheinend schwimmt er immer hin und her. Ach nee, er ist da hinten beim Schiff gewesen. Er ist zum Schiff da hinten hingefahren. Ah, das ergibt Sinn. Okay. Jedes Mal. Mann. Okay. Ja, unser erstes Gel. Produziere für mich Wasser. Kupferdraht. Jetzt habe ich gesehen, dass wir es bauen können. Willenstärke, okay. Salz und Wasser. Und das landet dann da drin. Okay, da filtert auf jeden Fall ziemlich viel Salz. Ja, gut. Soll er erstmal machen. Hier kann ich aber nichts. Nee, das ist lila. Achso. Die grünen kann ich so einpflanzen, aber die lila dann nicht. Okay, die Kreatureneier können weg. Davon brauche ich nur einen Samen jeweils. Ich weiß gar nicht, wozu ich überhaupt die Samen brauche. Ich habe sie jetzt einfach mal drin. Dann ist gut. Und den Rest werfen wir dann weg. Ich will die essen. Er ist weg. Er verarscht mich. Ist unglaublich. Okay. Kenne ich dich? Nein. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Eines Tages züchte ich meine Viecher. Eines wunderschönen Tages. Das ist gut. Das gefällt mir. Ich kann jederzeit to go essen. Schön. Vermehr dich! Ah! Jetzt begreif... Ah! Okay, gut. Also, hat sich erledigt. Das hat sich erledigt, gut. Ich würde sagen, wir können jetzt jederzeit außerhalb überleben, indem wir Fische essen, denn Fische geben auch Wasser. Ich will die Energiezelle nicht wechseln. Reparieren könnte ich dich schon. Wahrscheinlich nicht von hier unten aus. So. Solange die Dinger wachsen, ne, können wir auch mal ein bisschen hier auf Erkundungstour gehen.
Gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Denn theoretisch hätten wir jetzt sogar genug, um den Krebs herzustellen. Das heißt, wir brauchen eh noch ein zweites Tauchdock. Da haben wir unten, keine Ahnung, den Krebs drin, den wir wahrscheinlich selten verwenden werden, nehme ich an. Und oben haben wir dann die Seemotte. Wenn ich mir nochmal eine Folge angucke von mir und weiß, wie ich das gemacht habe. Kann es sein, dass ich einfach nur einen Gang gesetzt habe? Hier ist besagtes Loch, ne? Gucken wir mal, dass wir dem Alien nicht in die Hände fallen. Wir können jetzt ziemlich tief tauchen. Das habe ich geöffnet, naja. Scheiße. Du hast mich nicht gesehen. Ich war nie hier. Kleiner Geierfisch, du. Hau bloß ab. So tief waren wir noch nie. Da startet auch schon wieder die Musik. Ah, guck mal. Wasser unter Wasser. Kernreaktor. Ach. Guck mal, ein Gelsack. Nehmen wir doch freilich mit. Was verfolgt mich da die ganze Zeit? Geisterhände. Geht das hier ernsthaft noch tiefer? Dem Kollegen vertraue ich allerdings nicht. Aber da geht's eh nicht tiefer. Ah, das ist ein Ei von ihm. Oh, Scannerraum. Kenne ich doch schon. Ich gehe doch nicht hier runter für einen dämlichen Scannerraum. Was soll denn der Schissel hier? Für dich komme ich runter. Bleib mal schön da, wo du bist, Freundchen. Kernreaktor. Ich meine, den brauchen wir nicht. Den müssen wir wahrscheinlich mit diesem Zeug füttern, das wir gerade gefunden haben. Und das ist sowieso ziemlich selten. Ja, sagte er. Und dann fand er hier eine Milliarde davon. Das ist halt gefährlich neben dem Elektrotypen hier. Oh nein, bitte nicht. Oh, Flucht. Scheiß Kackviech. Soll ich mal in Ruhe lassen? Wie zur Hölle komme ich hier weg? Ah, da hinten, ne? Hier. Von hier kamen wir. Er schießt auf mich. Scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Fuck! Wo ist Hans-Dieter der Zweite?
konnte das jetzt nicht lesen, weil ich gerade rausgesteuert wurde. Irgendwas von der Öffnung in ein seltsames Biom. Der folgt mir nicht, ne? Okay. Du sollst mich mal in Ruhe lassen. Was ist dein Problem? Was ist zur Hölle? Es kennt ihn doch. Fremde Daten, Daten aus Scans, Forschungssonden. Die besondere Lage und Vorderseite dieser fremden Geräte weisen darauf hin, dass es sich um eine Art Sonde oder Sensor handelt. Ihr Untersuchungsobjekt scheint das gewaltige Skelett in der Mitte der Höhle zu sein. Das verbundene Kabelnetz könnte zu einem entfernten Kraftwerk oder Datenknoten führen. Okay. Wir haben das Riesenviech hier kontrolliert. Altes Skelett. Das lesen wir uns später durch. Wir haben nämlich kaum noch Nahrung. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie Fische finde. Ja, den will ich nicht essen. Wo ist mein Hans-Dieter? Den habe ich doch hier gepackt. Achso. Warum jetzt? Sehr schlechtes Timing. Ja Mensch, wir haben einfach dieses riesen Viech hier angeguckt. Warum auch immer. Aber gut. Wir müssen aber jetzt irgendwie zurück. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ah. Okay. Ich muss erstmal was essen. Und dann können wir hier zurückkommen. Kann nicht, ich habe zu viel dabei, um jetzt zu sterben. Aber holy shit. Okay, wir müssen erstmal Wasservorräte sammeln. Und am besten den Krebs, damit wir dieses Alienviech da kaputt hauen können. Weil es echt nervig ist. Ah gut, das haben wir direkt um die Ecke. Finde ich gut. Passt. Mir sind ein paar Teile runtergefallen. Aber ist wahrscheinlich nichts Wichtiges, ne? Vorarm. Kernreaktorfragment. Tauchdock. Oh, nichts Krasses. Den hier nehme ich noch mit und dann verziehen wir uns. Kann ich dich brutzeln? Wärst du so lieb?
Scheiße. Okay, ich habe nur ein Geräusch gehört und dachte, Du kommst auch nochmal mit mir. Ab in meinen Magen, Freundchen. Ab in meinen Magen. Okay, das hat mich ziemlich viel Wasser gekostet. Wir müssen echt zurück. Shit. Okay, das ist genau unter dem Schiff. Und wie wir zum Schiff finden, das ist eigentlich recht easy. Ja, cool, wie sich das ergeben hat, weißt du? Urplötzlich, alles auf einmal. Finde ich nice. Aber das klingt direkt neben meinem Zuhause. Also ich hab mich richtig gut positioniert, muss ich sagen. Das war echt von Vorteil. Ich habe noch gemeckert Mitte der Staffel, weißt du, von wegen, der Platz ist voll kacke, weißt du. Und dabei hat sich das als Glücksfall herausgestellt. Habe ich da gerade Kackbratze auf der linken Seite gesehen? Hab schon Halluzinationen. Mal gucken, vielleicht wartet auch schon Wasser auf uns. Welcome aboard, Captain. So, wie viel Platz habe ich noch? Genug. So, packen wir das hier mit rein. Und dann zersäbeln wir sie alle. Oh, Inventar voll. So. Seek fluid intake immediately. So, sehr schön. Ja, wächst und gedeiht, meine Lieben. Geht höchstwahrscheinlich sehr schnell. Ja, 4% schon. Ah, es geht wirklich fix. Dann werden wir alle einfach zweimal schlagen und dann ernten. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, wie sieht's aus? Hast du schon ein bisschen Wasser für mich, damit ich nicht sterben muss? Vital signs stabilizing. Dankeschön. Nice. Ja, cool. Wir werden auf jeden Fall genug Wasser haben. Und dadurch, dass wir halt die komischen Schleimbälle haben, werden wir auch Essen genug haben. Ja, das ist gut. Exit Base? Wieso stand das gerade auf Englisch? Ja, ist mir egal. So. Wie sieht hier der Fortschritt aus? 20%, okay. Ja, Salze brauchen wir auch nicht mehr, obwohl die können wir auch wegwerfen, ey, ganz ehrlich. Wir brauchten die Scheiße. Ja, gehen wir kurz nach Hause und planen. So. Als allererstes natürlich die Sachen ablegen. Den Reaktor nochmal befüllen. Wie Inventar voll. Achso, ja, stimmt. War ja was. So, packen wir hier nochmal ein paar Sachen rein. Rubine, die brauchen wir nachher noch. Oh, es läuft richtig gut. So, die Eier. Eines Tages können wir sie auch benutzen. Das wäre echt schön. So. Die sind da immer noch drinne. Also ich muss sagen, Fische bringen echt viel, währenddessen die Pflanzenteile hier nicht viel bringen.
Wir halten gerade noch unser Energiekonsum. Ach so, weil es ja mitten in der Nacht ist wahrscheinlich, ne? Ah, ich glaube, daran wird es liegen. Ja, gut. So viel dazu. Würde jetzt ehrlich gerne einsacken. 43%. Wisst ihr was? Wir werden die Insel aufsuchen. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Wir müssen die eigentlich wieder aufsuchen. Ich kann den nicht zufällig finden, indem ich hier einfach rausgucke. Ich glaube, so weit können wir auch gar nicht gucken. Wir können gerade mal bis zum Schiff gucken. Ich glaube, das war da irgendwo. Bin mir aber nicht so sicher. Ich will zu den Aliens, ey. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein gelbes Ding haben. Irgendwas hatten wir doch. Stimmt, irgendwas hatten wir eingesammelt, ne? Ach, guck mal hier, der Leichnam von dem Typen. Hast du verdient, Kleiner. Ich glaube, der andere, den wir gesehen haben, der war wie gelb, oder? Ich brauche Essen. Kleiner Schuft, du. Der mich verarschen wollte. Nicht mit mir. Na komm, wir fahren einfach mal los ins Blaue und dann werden wir ja sehen, ob wir die Insel finden. Irgendwo muss die ja zu finden sein. Ich brauche nämlich die Pflanzen davon. Auch wenn sie ziemlich schnell verrotten. Ich hoffe, ich kann sie halt einpflanzen und dann ist egal. Ich weiß ja nicht, ob ich die finde. Vor allem ist das bestimmt so eine schwimmende Insel, ne? Was das Ganze nochmal um einiges schwerer macht. Ach, weißt du was? Komm. Ich kann im Let's Play gucken. Ich weiß, das war wie Folge 15 oder 16. Und dann gucken wir gleich, in welche Richtung ich schwimmen muss. Und dann ist gut. Muss mich da deutlich anstrengen, irgendwas zu suchen. Bin ich denn, ey? Kackpratze oder was? Ich bin doch nicht blöde, Junge. Vielleicht bauen wir auch erstmal ein Krebsmodul, mal gucken. Jeden Fall habe ich jetzt Lust, sehr viel zu erforschen. Aber ich würde halt gerne echt Wasserreserven haben vorher. Sind die fertig? Oh, die sind fertig. So, pass auf, ich zeige euch die Taktik. Oh. Gut, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und wenn ihr wieder da seid, dann sind die fertig. Haut rein, euer Zero. Tschüss.